Bei meinem letzten Clip habe ich gesagt, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für die Akquise ist, dass ich mein Beuteschema gut kenne. Wird es immer funktionieren? Natürlich nicht. Ich werde deutlich öfter ein Nein bekommen als ein Ja. Das heißt, was ich in Wahrheit brauche für den Akquisitionsprozess, ist eine relativ hohe Frustrationstoleranz. Dabei kann mir helfen, meine Quoten zu kennen. Was meine ich jetzt mit Quoten kennen? Schauen wir uns das an. Anhand des klassischen Verkaufsprozesses, am Beispiel des Verkaufstrichters. In einem Verkaufstrichter habe ich zunächst einmal den Erstkontakt zu meinem Kunden, in weiterer Folge komme ich in die Analyse, ich mache dann aufgrund der Analyse ein Angebot, komme dann in die Situation, dass ich das Angebot mit meinem Kunden verhandle und irgendwann einmal am Ende dieses Prozesses steht der Abschluss. Jetzt bin ich beispielsweise ein Programmierer von Software. Mein Hauptbeuteschema sind Ärzte und ich weiß ganz genau, ich muss mit 10 Ärzten sprechen, mit 10 Ärzten praktisch den Erstkontakt haben, damit ich 8-mal in die Situation komme, dass ich eine Analyse durchführen kann. Das heißt, ich weiß, bei 2 Ärzten falle ich raus, bei 8 weiteren kann ich das Analysegespräch führen. Gleichzeitig weiß ich, ich muss 10-mal den Bedarf meines Kunden analysieren, damit ich 8-mal ein Angebot legen kann. Von 10 Angeboten, die ich lege, komme ich 5-mal in die Situation, dass ich dieses Angebot verhandeln kann. Und von 10 Verhandlungssituationen komme ich insgesamt 5-mal in weiterer Folge zum Abschluss. Was heißt das jetzt für meine Quoten? Rein rechnerisch, 10 durch 8 ergibt 1,25. Zwischen Analyse und Angebot liegt eine Quote von 1,25. Zwischen Angebot und Verhandlung ist die Quote schon ungünstiger. Da liegt sie bei 2,0. Und zwischen Verhandlung und Abschluss habe ich eine Quote von ebenfalls 2,0. Wenn ich diese 4 Quoten jetzt miteinander multipliziere, dann komme ich rein rechnerisch auf 6,25. Das heißt, abgerundet circa 6. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, ich muss 6-mal mit einem Kunden einen Erstkontakt haben, dass ich 1-mal einen Abschluss habe. Jetzt weiß ich ganz genau, ich brauche, damit mein Geschäftsmodell funktioniert, 2 Abschlüsse die Woche, im Monat somit insgesamt 8 Abschlüsse. Das heißt für mich, ich muss insgesamt mit 48 Menschen diesen Erstkontakt haben, damit mein Geschäftsmodell funktioniert. Was das jetzt für den Akquisitionsprozess bedeutet, das schauen wir uns im nächsten Clip an.